Das Motto ist Free Spirits. Und ist nicht irgendwie auf andere angewiesen. Wir haben einen eigenen Wassertank, können ja duschen jeden Tag. Und Strom kriegt man von der Solarplatte. Und der Bus fährt auch so mit alten Fritteuse. Das kriegt man oft kostenlos so von Krishna-Tempeln oder Restaurants. Zum Schlafen kann man das hier hochklappen. Und dann können halt, wenn es notwendig ist, 5 Leute hier schlafen und hier hinten nochmal 2. Also 7 Leute finden Platz. Ja. Und manchmal haben wir noch jemand ganz enthusiastisches, der schläft dann unten drunter auch noch. Wir sind auf Festivals und machen da Musik und einfach präsent mit den Leuten in Kontakt. Und sonst sind wir unterwegs in Städten und besuchen Leute zu Hause auch, machen da kleine Programme bei denen. Und sonst einfach unterwegs und gucken, was passiert. Lassen uns treiben von Krishna. Ja, das sind 8 Gänge. 4 zum Kippen, 4 zum Schalten. Berghoch zu ist ein bisschen langsam, aber dafür dann bergab umso schneller. Und genau, hier ist eine Schimmerdev aus dem Bayerischen Wald. Philipp Raupart, der das Ganze dann im Westen bekannt gemacht hat und dem wir das zu verdanken haben, dass wir überhaupt das kennengelernt haben. Und Tulsi ist eine heilige Pflanze aus Indien. Bringt Glück. Und wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's erstmal nach Regensburg, da machen wir heute einen Harinam. Und dann geht's weiter nach Zwickau. Und in Zwickau, da gibt's dann morgen zum Tag der Befreiung, gibt's da ein Fest auf dem Marktplatz. Und da wollen wir ein bisschen Musik machen. Und Kunst und Kultur. Ja, und wer ganz mutig ist, der kann auch mal eine Woche mitkommen und das Ganze live erleben. Das ist schon eine gute Erfahrung. Intensiv, aber sehr ekstatisch und da passiert auf jeden Fall was im Herzen. Have mercy on the animals.